Wenn wir einem Stressor ausgesetzt sind, ein Stressor ist ein Faktor, der Stress erzeugt, zum Beispiel Zeitdruck, dann erleben wir Stress. Also das heisst, unsere Körperreaktion, unsere Anspannung nimmt zu. Und der Körper ist eigentlich gemacht, zum Stress erleben, weil oft erfolgt nach dem Stress wieder eine Entlastung und der Stresspegel nimmt ab. Also es ist oft so eine, ja, ein Abwechseln von Anspannung und Entspannung. Chronischer Stress entsteht dann, wenn die Entspannung nun eintritt. Also wenn der Stresspegel schon erhöht ist und dann kommt vielleicht nochmal ein Stress zu, also ein neuer Stressor, eine neue Belastung und das Stressniveau steigt weiter an, bis zu einem, ja, bis zu einem Level, wo die Entspannung nun einsetzen kann. Und so ist man, ja, wie chronisch, ja, der Körper ist wie im chronischen Stress dann. Also sprich erhöhte Herzrate, ja, physiologische Parameter, also physiologische Reaktionen, die überhöht sind, wo sich selbst nur regenerieren kann, wo sich selbst nur regulieren kann, auch regulieren kann.